Diese Woche melden wir uns mal mit einem kürzeren Video betreffend der TNT-Map zurück. Es gibt jetzt eine kleine Map hier, die ist nur für einen Spieler gedacht, also quasi zum Üben. Es hat sich jemand gewünscht und das wollten wir eh schon lange machen. Eigentlich wollten wir jetzt bei der 3.1 mit einbauen, aber jetzt gibt es halt vorerst mal eine extra Map. Das heißt, also die ist jetzt nur für einen Spieler gedacht. Ich weiß nicht, was mit Minecraft jetzt passiert. Man drückt auf Start und dann geht's los. Und man ist der Lilane. Oh, und Minecraft ist Spectator geworden. Er hätte wegfliegen können, aber er wollte den Tod suchen. Ja. Und es ist jetzt eigentlich genau nochmal auf Start drück. Alles wie immer. Oh, dann wirst du wahrscheinlich auch. Ja. Dann wirst du der Spieler. Blöderweise bin ich jetzt im Creative. Jedenfalls sind wir jetzt. Ja, wieso bist du jetzt da? Weil mein Spawnpoint hierher gesetzt wurde. Meiner? Deiner jetzt auch. Cool. Es wird immer nur der Spawnpoint vom Spieler gesetzt. Egal, auf jeden Fall bist jetzt du der Spieler. Und man sieht, es ist alles so wie immer, nur dass man das TNT, was man quasi für die Einkäufe dem Gegner geben würde, selber kriegt. Und das war's auch schon. Dann kann man hier auf die Kugel schießen und mal schauen, wie es so läuft. Und man sollte auf jeden Fall üben, wenn man vorhat, das gegen gute Gegner zu spielen, weil es ist nicht mehr so, es ist schwieriger geworden als in den alten, auf der alten Map, haben wir schon mehrfach feststellen dürfen. Ja, so viel jetzt dazu. Damit es noch ein bisschen mehr zu sehen gibt, müssen wir mal jetzt den aktuellen Minecraft-Snapshot unter die Lupe nehmen. Warte mal. Was wir können doch erstmal demonstrieren, was überhaupt das Problem an der ganzen Geschichte ist. Ja, okay. Warte mal, ich hole mir kurz das, was ich brauche. Pressure Plate, Fence. Ich glaube, das hatte ich hier schon im Inventar, ja. Egal. Dann spiele ich mal den Spectator. Also, das Problem, was zurzeit in den Snapshots ist, ich glaube, seit dem Snapshot 8, also 14W8, ist mit dem TNT, und zwar zweierlei Sachen. Wobei das eine Problem ist umschiffbar und das andere, wenn das nicht rausgefixt wird, dann wird es für die 1.8 nicht möglich sein, überhaupt sinnvoll TNT-Kanonen zu bauen. Zumindest wüssten wir keine Möglichkeit. Keine sinnvolle Möglichkeit. Und zwar, ich kann es ja schon mal sagen, ist es so, dass in der Version, also im aktuellen Snapshot, das Wasser dem TNT kaum noch Widerstand bietet. Ja. Also, man wird jetzt sehen, wir sind jetzt, also gerade sind wir wohlgemerkt in der 1.7. Hier wird jetzt diese Kanone dann einwandfrei funktionieren. Aber in der im aktuellen Snapshot, ich will immer 1.8 sagen, ist es so, also sobald mehr als zwei TNT im Wasser sind, waren, glaube ich, unsere Testergebnisse. Ja, beziehungsweise bei vier TNT ineinander hat es. Genau, da hat es die Kanone zum Teil zerlegt, was natürlich etwas unpraktisch dann ist insgesamt. Ein anderes Problem oder ein anderes Feature, wie auch immer man das nennt bei Mojang, wird sein, das kann ich jetzt dann. Oh, das war schlau. Jetzt hat er sich gerade selber zerlegt. Auf jeden Fall, das wird dann hier vorne der Fall sein, vor allem. Und zwar springt das TNT höher. Ja. Und verspringt dadurch auch mehr. Also, wenn ich jetzt hier mal TNT setze, ne? Man landet sieht, es immer. Das macht einen kleinen Hüpfer. Ich werde es im Video auch mal nebeneinander schneiden, dann kann man das ganz gut begutachten. Also, man sieht, es macht nur einen ganz winzigen Hüpfer. Also ich glaube, der Hüpfer ist nicht unbedingt höher, aber... Doch, der ist höher, das ja, sehe ich ein bis Stück hier. Höher, ja, stimmt doch, muss höher sein, sonst wird es ja keinen Sinn ergeben. Auf jeden Fall wird das TNT dann die Chance haben, auf den Zaun zu springen. Es ist ja im Endeffekt so, dass ein Slab, genauso wie ein Zaun, ja eigentlich 1,5 hoch ist. Und wenn das TNT nur selber 1,4 hoch springt, kann es nicht auf den Zaun springen. Vermutlich, selbst wenn es 1,5 hoch springt, kommt es ja nicht ganz rauf. Aber im neuen Snapshot springt es dann halt 0,6 hoch, meine ich. Also 0,5 und 0,6 hoch. Keiner versteht dich. Aber ja, egal, wir werden es ja gleich zeigen. Scheiße. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal die Version. Ja. Jo, jetzt sind wir hier, wie man sieht, im aktuellen Snapshot. Das ist 14 WC 10C.
Und mein Raptor hat jetzt dann hier jetzt die Ehre, mal den berühmten Knopf zu drücken. Und dann wird man gleich das Problem sehen. Nope. Das springt viel höher. Man hat es gesehen, dass es höher springt. Ja. Aber wenn wir das jetzt oft genug machen, vermutlich zweimal. Nein. Das ist der klassische Vorführeffekt, oder? Vor allem als ich es dir gezeigt habe, dass das höher springt. Das ist sofort Alter, passiert. Ey, ist es Tu doch sofort mal passiert? zwei hintereinander machen. Vielleicht springt es dann eher nach vorne. Natürlich nicht. Ah, aber jetzt hat man dafür das andere Problem gesehen. Ja, das ist alles explodiert. Und zwar, weil der Wasserstand hier so niedrig war. Wir haben es, glaube ich, beim Testen haben wir Hat es, man höher, ja. war der Wasserstand höher, da haben es zwei noch nicht zerlegt. Also das ist jetzt echt problematisch. Ja. Lass mich dir doch helfen. Ich bin doch hier der Kreative von uns beiden. Oh. Ja. So, vielleicht können wir dann auch mal das andere vorführen. Ja, das wäre aber dann das andere Ding. Vielleicht wird TNT jetzt von Wasser beeinflusst. Ah, jetzt ist es fast draufgesprungen. Das kann es doch nicht sein. Warum hast du jetzt wieder zwei gesetzt? Oh, so schlau war ich So. nicht. Ja, kannst du mal hier ein bisschen weiter vorne setzen, das Ding? Oh, das ist Den natürlich Zaun? möglich. Vielleicht Ich ist habe das. keinen Zaun. Oh. Hast mir ja nie einen geschenkt. Ja, ein Klopf wenigstens mal. Ah, den Block weg. So. Wir hätten uns ein bisschen besser vorbereiten sollen, wa? Ja, wie immer halt. Nope. Also, das ist jetzt echt der Witz, oder? So, wie Minecraft das mir gezeigt hat, das Ganze haben wir übrigens. Jetzt! Aha! Da! Jetzt habe ich weggeguckt. Das ist doch so der Witz gewesen. Aber man Aber sieht. bei mir hat man es auf jeden Fall Man sowieso hat gesehen, gesehen. es ist aufgelegen. Ja, also es ist wirklich auf den Zaun draufgesprungen. Und Ja. der Zaun ist 1,5 Blöcke hoch. Und es ist jetzt nur nicht alles explodiert, weil wir so weit hinten sind. Wenn wir weiter vorne wären, wo das Wasser niedriger ist, dürfte dann der vordere Teil der Kanone in die Luft fliegen, wenn Oder ich. spätestens, wenn man es so macht. Ja, Aber so ich habe ist. gerade nicht genug Redstone. Armer Pupp. Jetzt ist fast wieder draufgesprungen. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Das ist, also man hat es ja auch gerade gemerkt, das ist zwar raufgesprungen, aber der Wasserstand war so hoch, dass es nicht alles kaputt gemacht hat. Wäre der Wasserstand niedriger gewesen, wäre vermutlich auch die Kanone allein durchs Hochspringen schon Ja, explodiert. und das ist eben das Problem. Ja. Zum einen, was heißt Problem? Die Herausforderung. Das mit dem hohen Springen ist eine Herausforderung. Man muss es jetzt halt geschickter bauen, die Kanone mit Pisten zum Beispiel oder mit anderen Möglichkeiten, die das TNT in Zaum halten. Aber dies mit dem Wasser, wenn das nicht gepatcht wird, wird es nicht möglich sein, eine vernünftige Kanone zu bauen in der 1.8. Meiner Meinung nach. Ja. Ja, zumindest keine wirklich vernünftige Kanone, ne? Sollen wir es mal kurz zeigen, was du gemeint hast mit den Pisten und so? Klar. Müssen wir nicht geheim halten, aber übertreib's nicht. Es ist einer zu weit vorne. Setz dich halt in den Creative, dann geht es schneller. Nicht unbedingt. Na gut. Also angenommen, ich habe jetzt hier meine Kanone und möchte halt verhindern, dass das TNT raufspringen kann. Dann muss ich einfach nur einen Piston benutzen, der dann im Endeffekt ausfährt, bevor das TNT gezündet wird. Dadurch ist er dann im Weg und das TNT springt ja immer zuerst nach oben, bevor es nach vorne springt, wodurch dann halt das TNT nicht auf die Druckplatte springen kann. Das wäre da also die Lösung des Problems. So ist Ich der weiß nicht, Block ist das hier gut. Probleme, das hier rein zeigt, nicht, oder? Nein, hast du doch gerade gesehen. Es Okay. ist nur dann ein Problem, wenn wir hier ein TNT als Projektil hätten, aber das geht ja eh nicht, wenn da der Ja. Piston ist. Genau, also es ist im Prinzip so gedacht, dann, wenn ich jetzt hier dann das TNT zünden Mach's würde. mal so, sonst Ja, zerlegt's ich wieder die hätte es Kanone. jetzt nicht gezündet. Dann fährt eben zuerst der Piston Und aus und dann das kann TNT das kann nicht nach nicht. vorne springen. Genau. Die eigentliche Treibladung müsste natürlich dann irgendwie sich hier Weiter oben oben befinden, sein, ja. ne? Ist irgendwo. Da vielleicht nicht, aber. Ja, ich will ja gerade da mich hinbauen. Ich bin ja nicht in 3D. Also irgendwo ab da. Ne? Dann wäre das alles kein Problem mit dem TNT, also mit dem ganzen Redstone hier. Und ja. Genau.
Ja, und ansonsten durch das höhere Verspringen ergibt sich natürlich auch eine höhere Streuung, aber das begrüßen wir, weil so wird es wichtig, eine gute Kanone zu bauen, ja. Sag ich mal. Das ist richtig. Egal, wir wollen es jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen. Und wir hoffen, dass es sowieso rausgepatcht wird. Beides am besten. Am besten, aber vor allem das mit dem Wasser. Ja. Yay. Yay, danke, ich bin im Normal. Hast du doch überlebt, alles im Griff. Ja. So, dann verabschieden wir uns. Jo. Bis zur nächsten Woche. Servus.